Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer weiteren Folge des Reacts auf die, den realen Irrsinn von den Kollegen von Extra 3. Wir wechseln dazu in die Live-Szene und ihr seht da schon Ärger mit dem Finanzamt für Brausefirma. Was es damit auf sich hat, werden wir uns zusammen mal ansehen. Felix Langguth hat einen Saftladen und tut Gutes. Der Hamburger Unternehmer verkauft Brause und unterstützt damit Sozialprojekte in aller Welt. Das ist doch, denke ich mal, schon mal ein guter Einstand. Soziale Projekte unterstützen ist immer gut. Und solche Limonaden trinke ich hin und wieder auch ganz gerne. Die sind lecker und ja, aber ich kann mir wieder vorstellen, dem Finanzamt passt wieder irgendwas nicht. Wahrscheinlich, weil er zu wenig Steuern abführt oder was auch immer. Wir kennen unseren Staat, der ist immer etwas komisch. Doch jetzt hat das Finanzamt einen schlimmen Verdacht. Er zahlt zu viel Geld für Soziales. Man kann zu viel für Soziales bezahlen. Der Staat zahlt eher zu wenig für Soziales. Wir haben ja gerade wieder wunderbar schön diese Diskussion über das Bürgergeld, die in einem sozialen Krieg oder in einem Krieg über das Soziale ausartet. Ja, was soll man dazu sagen? Reale Irrsinn eben. Offenbar werden wir abgestraft vom Finanzamt, weil wir zu viel Gutes tun. Wir unterstützen mit jeder verkauften Flasche den gemeinnützigen Lemonade und Charity e.V., der wiederum Projekte in Lateinamerika, Asien, Afrika und so weiter unterstützt. Und das Finanzamt erkennt aber leider den Gegenwert dieser Arbeit nicht an. Ja, aus einem ganz einfachen Grund, weil die Projekte sind alle im Ausland und da kriegt man da natürlich nichts von ab und kann dafür nicht irgendwas erheben. Und das ist natürlich ganz schlecht, sowas kann man überhaupt nicht. Wie kann man sich nur wagen, im Ausland irgendwelche soziale Sachen zu tätigen? Würden Sie sie hier in Deutschland tätigen, würden Sie wahrscheinlich noch mehr Ärger bekommen. Ja, Herr Langguth, einfach so Gutes tun in aller Welt geht natürlich nicht. Also steuerrechtlich geht das nicht. Deshalb muss das Sozialunternehmen jetzt 650.000 Euro Steuern nachzahlen. Ja, das ist doch ein schöner Wings. Nehmen wir, ist in Ordnung, lasst sie nachzahlen. Das wird dann, kommt dann in die Sozialkassen und wird an die Bedürftigen ausgeteilt, die es hier in Deutschland gibt. Das liegt außerhalb des Vorstellungsbereiches des Finanzamtes Hamburgs zumindest. Dass ein ordentlicher Kaufmann für sein Unternehmen sich entscheidet, ein Sponsoring für einen gemeinnützigen Verein umzusetzen, anstatt zum Beispiel viele Millionen in die Formel 1 zu stecken. Ja, was das mit diesem viele Millionen für die Formel 1 angeht, wer es nicht weiß, dabei ist natürlich Red Bull gemeint. Wobei, die werden jetzt ihren Einsatz in die Formel 1 und auch in andere Sportprojekte weiter rausziehen, weil derjenige, der das nämlich angeschoben hat und der dahinter stand, nämlich der Herr Mateschitz, ist ja leider gestorben und deswegen müssen jetzt die Erben sehen, wo sie ihr Geld wieder herkriegen, damit sie was zum Erben haben. Diese Art von Sponsoring für Weiterbildungsprogramme in Südafrika oder Landwirtschaftsprojekte in Paraguay ist im deutschen Steuerrecht nun mal nicht vorgesehen. Deshalb kann das Geld auch nicht von der Steuer abgesetzt werden. Ja, wieso auch? Wäre ja auch komisch, weil ja, wir setzen ja hier auch in Deutschland keine Weiterbildung von der Steuer ab. Wie kann man sowas machen? Sieht man mal, wie dämlich die sind. Nur weil es im Ausland ist, klar kann man in Deutschland auch Weiterbildung von der Steuer absetzen. Die Finanzbehörde Hamburg hat das erklärt. Beim Sponsoring stellt ein Sponsor einem Gesponserten Geld, Sachmittel oder Dienstleistungen zur Verfügung. Im Gegenzug dafür soll der Gesponserte eine Gegenleistung erbringen. Dann habe ich die Idee. Finanzamt Hamburg, geht an die Projekte, geht an die Leute, die in den Projekten unterstützt werden und holt euch da die Steuern. Da habt ihr nur ein kleines Problem. Die leben im Ausland, da kommt ihr nicht ran. Aber die Sozialprojekte tun ja nichts für den Unternehmer. Ist doch schon absurd, dass ein Konzern wie Red Bull Millionen in irgendwelche Formel-1-Rennställe stecken kann und das Ganze steuerlich abziehen darf. Und Bildungsprojekte, die wir unterstützen, angeblich keine Gegenleistung darstellen. Einwurf. Red Bull ist in Österreich. Da gelten andere steuerliche Rechte als in Deutschland. Deswegen kann man das unmöglich miteinander vergleichen. Dass die natürlich entsprechend auch einen deutschen Fußballverein unterstützen oder sogar besitzen, das ist wieder was anderes.
Ja, der Unterschied ist, Red Bull bekommt Werbung für sein Geld. Und der Brauseunternehmer bekommt für seine Unterstützung doch höchstens ein gutes Gefühl. Und da kann Hamburgs Finanzsenator Dressel leider auch nicht helfen. Der sieht mir schon so hoch bürokratisch aus, der Herr. Ich kann das Störgefühl verstehen. Wie können die einen guten Weg finden zwischen ordentlichem Wirtschaften, aber auch Gutes tun, dass das ein Thema ist, was in Berlin weiter auf die Agenda gehört. Und dazu habe ich mich auch mit dem Unternehmen ausgetauscht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Sie sich ausgetauscht haben. Garantiert müssen Sie jetzt nicht 650.000, sondern 750.000 Euro Steuer nachbezahlen. Ja, ausgetauscht. Aber die Steuernachzahlung wird trotzdem fällig. Sorry. Wir haben den Hamburger Gründerpreis gewonnen, den deutschen Gründerpreis. Olaf Scholz war hier bei uns im Büro und hat uns gratuliert für das, was wir als Sozialunternehmen tun. Ja. Ach, guck mal, unser Bundeskanzler, jetzt wissen wir endlich, wo er rumfliegt, wenn man ihn nicht sieht. Oh ja, Herr Scholz war mal hier und hat das sogar mal getwittert. Aber Herr Langguth, das hat er bestimmt schon wieder vergessen. Ja, das kann passieren. Im Übrigen, falls ihr im Hintergrund irgendwas husten oder so hört, das ist mein Mann, der hat sich verschluckt. Ja, so, das war die Folge eigentlich auch schon und damit zu Ende. Wie immer, wir gehen auf die Seite, ist ja klar, wir bleiben auch gleich da und lassen ein Like da. Das gleiche gilt natürlich für euch auch. Also geht auf die Seite. Originalvideo ist hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst einen Daumen hoch bei den Kollegen von Extra 3 da und abonniert sie. Des Weiteren könnt ihr das gleiche natürlich, weil ihr sowieso ja gerade da unten unterwegs seid bei mir, auch bei mir nachmachen. Entsprechend abonnieren, liken, Kommentar da lassen und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Sagt euch tschüss, eure Josie.